5 Vorfälle innerhalb weniger Tage, Anschläge auf 3 Moscheen und weitere türkische Einrichtungen in Deutschland. Am Wochenende hat es Brandanschläge auf 2 Moscheen, das Domizil eines türkisch-deutschen Freundschaftsvereins und einen türkischen Gemüseladen gegeben. Zudem wurden die Fenster einer weiteren Moschee eingeschlagen. Verletzt wurde bei allen Taten niemand. Die Ermittlungen zu den Tatmotiven laufen, politische Hintergründe hält die Polizei für möglich. Erste Moschee in Laufen. Am Freitag hatten unbekannte Brandsätze in eine Moschee in Laufen nahe Heilbronn geworfen. Das aufflammende Feuer konnte gelöscht werden, die Polizei ermittelt aber auch wegen versuchten Mordes, weil sich der Imam zur Tatzeit in dem betreffenden Raum aufhielt und schlief. Er blieb bei dem Anschlag unverletzt. Die Ermittler gehen von mindestens 5 Tätern aus und suchen Zeugen. Die türkische Gemeinde Deutschland verurteilte die Tat am Samstag und sprach von Akten des Terrors, die nicht nur die Menschen direkt bedrohen, sondern auch die Grundfesten unserer Gemeinschaft erschüttern wollen. Der Vorsitzende Gökay Sofuoglu forderte eine gründliche Ermittlungsarbeit. Zweite Moschee in Berlin. In der Nacht zu Sonntag wurden fast zeitgleich Brandsätze in eine Moschee in Berlin und an ein Gebäude eines Vereins Meschede geworfen. Nach dem Anschlag auf die Berliner Moschee teilte die Polizei mit: Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer politisch motivierten Straftat ausgegangen. Zeugen hätten ein Klirren gehört und 3 fliehende Jugendliche gesehen. Eine Fensterscheibe der Moschee, die zum türkischen DİTİB-Verband gehört, war eingeworfen worden. Gemeindemitglieder räumten Trümmer aus dem komplett ausgebrannten Hauptraum fort und versuchten, durchnässte Gebetbücher und Koranausgaben zu trocknen. Ein Anschlag auf ein Gotteshaus, egal aus welchem Grund, ist nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar, so die Gemeinde. Die Brandstiftung ist aus Sicht des regierenden Bürgermeisters Michael Müller, SPD, ein Anschlag auf die politische und religiöse Freiheit. Das ist nicht hinnehmbar, so Müller, wir werden es nicht zulassen, dass Konflikte in Berlin ausgetragen werden, die mit dem friedlichen Zusammenleben in dieser Stadt nichts zu tun haben. Auch Innensenator Andreas Geisel, SPD, verurteilte die Attacke. Dritter Verein in Meschede. Drei Molotow-Cocktails wurden nach Polizeiangaben gegen die Fassade des türkisch-deutschen Freundschaftsvereins im nordrhein-westfälischen Meschede geworfen. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand noch eine Böschung in Flammen, das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zum möglichen Tatmotiv gibt es keine Angaben. Noch in Tatortnähe stoppte die Polizei ein Fahrzeug mit 3 Verdächtigen aus Meschede im Alter zwischen 26 und 30 Jahren. Das Trio wurde in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg und der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund übernahmen die Ermittlungen.
4.5. Moschee und Gemüseladen in Itzehoe. In Itzehoe schlugen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen die Fenster einer Moschee ein und legten ein Feuer in einem türkischen Gemüseladen. Zwischen den beiden Gebäuden liegt etwa ein Kilometer, einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten schließt die Polizei nach eigenen Angaben nicht aus. Zunächst habe der 23 Jahre alte Sohn des Imams Stimmen auf dem Grundstück der Moschee gehört und beobachtet, wie zwei Männer Scheiben einschlugen, berichtete die Polizei. Wenig später bemerkten Passanten ein Feuer in einem Obst- und Gemüseladen. Teile des Hauses brannten. Die 8 Bewohner über dem Geschäft gelangten unverletzt ins Freie. Die Feuerwehr löschte zügig. Die Kriminalpolizei und die Abteilung für politische Delikte ermitteln. Einen Anhaltspunkt für ein fremdenfeindliches Motiv habe zunächst nicht vorgelegen. Die Polizei sucht Zeugen. Anschlagszahlen in Deutschland. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland mindestens 950 Angriffe auf Muslime und Einrichtungen wie Moscheen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion hervor, über die Neue Osnabrücker Zeitung zuerst berichtete. Dabei seien 33 Menschen verletzt worden. Die Behörden registrierten allein knapp 60 Anschläge, Schmierereien und Schändungen, etwa mit Schweineblut, auf Moscheen und sonstige islamische Einrichtungen. In fast allen Fällen waren die Täter Rechtsextreme. Da die Behörden Daten zu islamfeindlichen Straftaten erst seit Jahresbeginn 2017 auswerten, gäbe es keine Vergleichszahlen aus dem Jahr 2016. Zusammenhang mit antitürkischen Protesten? Unklar war zunächst, ob die Brandanschläge in Zusammenhang mit Protestaktionen gegen türkische Militäraktionen gegen Kurden in Nordsyrien stehen. In mehreren deutschen und europäischen Städten gab es am Wochenende überwiegend friedliche Demonstrationen. Es kam jedoch aus zu Zwischenfällen. Flughafen Düsseldorf, am Sonntag kam es zu einer spontanen Demonstration. Nach Polizeiangaben hielten sich zwischenzeitlich bis zu 400 Demonstranten im Gebäude auf. Es habe Verletzte gegeben, vor allem durch Pfefferspray-Einsatz der Polizei. Berlin. Gut 400 Menschen zogen am Samstagabend unter anderem zum türkischen Generalkonsulat, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Dort warfen Teilnehmer demnach Steine gegen die Fassade, die kleinere Schäden verursachten. Manchester, Großbritannien, Demonstranten stürmten die Zuggleise. Ein Bahnhof musste zeitweise geschlossen werden. Musik.
Auf Bildern örtlicher Medien waren Menschen mit Flaggen in den Farben der Kurdenmiliz YPG und mit dem Porträt des Chefs der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan.